Aufzeichnung läuft. Ja, sehr schön. Februar, neues Jahr, neues Glück. Eigentlich schon ein bisschen spät, aber nachträglich allen, die ich noch nicht gesehen habe, natürlich auch ein gutes neues Jahr. Erste Community Call dieses Jahr. Wir haben ein ziemlich dichtes Programm heute, weil recht viel passiert ist. Deswegen würde ich mal in Connect umschalten und euch ein bisschen den Überblick zeigen, was wir uns heute anschauen wollen. Gib mir mal kurz einen Wink, ob ihr das seht. Mhm. Seht ihr, sehr schön. Genau, also wir haben einen Haufen Themen aus der Community, deswegen halte ich dieses Was war kurz. Wir sind über Weihnachten über die 1000 Mitglieder gekommen, sind jetzt 1050 auf Connect und es gibt mit EY, wie ich gelernt habe, ich glaube, die Alessa ist auch im Call, Max, da kurz Hallo. Hallo und, in die Runde. Ah, hi, grüß dich. Und Siemens Healthineers ist zwei neue LernOS-Supporter. Das freut uns natürlich sehr, weil das immer das ganze Thema voranbringt und die Anwendungen in Organisationen voranbringt. Aber natürlich auch die Anzahl der Mitglieder. Wenn es mehr werden, ist gut, weil damit einfach mehr passieren kann in der Community. Dann gab es, ich weiß nicht, wer das Konzept von Lightning Talks kennt. Lightning Talk, könnt ihr mal in Wikipedia schauen, ist im Prinzip so ein 5-Minuten-Vortrag, also man muss ein Thema in 5 Minuten zusammenfassen. Das wird auch hart getimt von den Moderatoren. Also nach 5 Minuten wird man von der Bühne geschmissen. Und das wollte ich eh mal ausprobieren. Beim Camp dieses Jahr machen wir Lightning Talks. Deswegen habe ich da mal einen Lightning Talk angemeldet zu LernOS. Habe mal LernOS in 5 Minuten erklärt. Und hier quasi in der Agenda ist der YouTube-Link. Das heißt, da könnt ihr euch das anschauen. Gibt es im Moment nur in Englisch, aber ich werde wahrscheinlich nächsten Freitag mich mal dran setzen und deutsche Subtitle da zumindest drunter machen. Vielleicht machen wir sowas Ähnliches dann in Deutsch auch nochmal. Dann war ich eingeladen auf die Web-Session bei Netz and Work von Danny und Thomas, ehemals wollonline.de. Die machen ja so wie so Online-Barcamp-Sessions. Da haben wir ein bisschen länger erklärt, was LernOS ist, auch so ein bisschen Ausblick gegeben, was so alles passieren wird. Unter dem Link findet ihr die Aufzeichnung von der ganzen Session und ich habe die Audiospur recorded, die werde ich noch als Podcast-Version veröffentlichen, weil da waren auch sicher ein paar wichtige Punkte drin, die sinnvoll sind zu verbreiten. Das wird in der nächsten Woche rauskommen. Genau, dann ist Ticketverkauf losgegangen für das LernOS Camp, dieses Jahr nicht Rockstars, sondern Allstars. Wir sind zu Gast bei der Deutschen Telekom in Bonn. Gastgeber ist der Winnie, also Winfried Ebner von den Mitarbeiternetzwerken dort, Menschennetzwerken, der hat das alles in die Wege geleitet. Die am Camp letztes Jahr waren, kennen ihn ja wahrscheinlich. Der ist ja seit den Enterprise 2.0 Anbeginnen der Telekom sozusagen kontinuierlich aktiv in dem Thema. Und unsere Hauptsponsorin ist die Annalena Brune, das ist die Vice President Digital Transformation von der Telekom. Und die werden uns auch in den Impulsen ein bisschen was erzählen, was sie da im Themenfeld neues Lernen machen, warum lebenslanges Lernen für die Telekom ein Riesenthema ist. Also das wird sicher eine spannende Geschichte. Und ich habe gerade mal aufgemacht, cognion.de/lostcamp20 gibt es die Landingpage, da findet man alles drauf. Auch das Video hier oben noch vom letzten Jahr, den Countdown, 19 Wochen haben wir noch und 3 Tage. Format vielleicht ein paar Sätze, hat sich ein bisschen geändert. Letztes Jahr hatten wir nur einen Tag. In dem Feedback auf Connect, in diesem Thread, der Hauptkritikpunkt war, dass ein Tag zu kurz ist. Also haben wir gesagt, für uns sind 2 Tage zu lang, weil da müssten wir einen Tag vorher anreisen. Wir haben das Format auf 1,5 Tage verlängert. Also wir starten an dem 23. um 13 Uhr und haben eigentlich diese ganzen Input-Teile, also State of LernOS Talk, die Impulsvorträge und 12 Lightning Talks, also 12 mal 5 Minuten, in den ersten Tag gepackt. Haben dann dieses Jahr auch eine gemeinsame Abendveranstaltung mit Abendessen und allem drum und dran und haben dann eigentlich den ganzen Tag 2 für den Barcamp-Teil, also selbstorganisierte Sessions und Workshops und den Community-Assembly-Teil. Ja, muss ich wieder mal stumm schalten. Den Community-Assembly-Teil. Na, da könnt ihr, wenn ihr euch angemeldet habt, hier auch schon Sessions vorschlagen. Also das Formular ist auch schon online. Das heißt, wenn ihr da im Programm was beitragen wollt, ist alles da. Die Zeitleiste ist da. Sozusagen, wann passiert was bis dahin. Wird updaten hier, wer sich alles schon angemeldet hat. Also da könnt ihr schauen, wer dabei sein wird. So im Wochentakt ungefähr. Wie gesagt, die Supporter.
die wir dieses Jahr haben. Dann nochmal Zahlen, Daten, Fakten. Hier unten FAQ, die wir pflegen. Und unten dann das Ticketing. 139 für die 1,5 Tage inklusive Abendessen. Genau, so viel vielleicht zu dem, was passiert ist. Ein Aspekt noch, ein paar sind von euch schon ein bisschen früher reingekommen. Da war schon ein Call jetzt vorher. Wir wollen gucken, dass wir rund um das Camp so Teams etablieren, die sich um Teilaspekte des Camps kümmern. Also zum Beispiel so ein Welcome-Team, was neue Mitglieder willkommen heißt, oder ein Assembly-Team, was sich um die Assemblies ein bisschen kümmert. Dann letztes Jahr, das wollen wir so machen wie letztes Jahr, die Lightning Talks Impulse soll es wieder im Videostream auf YouTube geben. Benedikt koordiniert so ein Videoteam, also wer da mal mitkriegen will, wie man da Livestream von so einer Veranstaltung macht, Mikrofonierung, Stage Management, was der Martin letztes Jahr gemacht hat, kann sich da irgendwie rühren und mitmachen. Dann wollen wir gucken, dass wir Dokumentation noch ein bisschen mehr in Fokus nehmen, also so ein Documentation-Team. Und wir haben natürlich Abend auch eine Abendveranstaltung, wer sich da berufen fühlt, in ein Party-Team, um zu gucken, was da ist, ob Techno oder Jazz oder wer auch immer. Könnte sich da melden. Also wer da Lust hat, einfach dem Link folgen und dann hier unten in die Kommentare schreiben. Dann wird sich das Orga-Team, die seht ihr hier oben, also das sind die 5 Leute, die sich quasi im Kern um alles kümmern, werden dann schauen, dass wir die Teams eben entsprechend formen können. Genau, dann würde ich jetzt auch schon in diesen Blog Themen aus der Community gehen. Kurz vielleicht als Überblick. Der Alex, der hat jetzt angefangen, einen Lernpfad zu Prozessmodellierung zu machen. Da wird er uns gleich was erzählen. Dann war gestern Abend das erste Meetup in Zürich. Habt ihr vielleicht auf LinkedIn gesehen, da gab es schon ein Foto davon. Da wird die Silber was sagen. Dann hatten sich einige gewünscht, mal so hands-on zu sehen, wie so eine Leitfadengenerierung inklusive der neuen Webversion, einen kleinen Preview. Da demonstriere ich mal den kompletten Durchlauf. Dann wird der Karl, obwohl er krank im Bett liegt, ein paar Sätze sagen zu der neuen Sketchnote. LernOS für dich, Sketchnote, die Version 1.5 ist da. Habe ich gestern auch schon bei der LV auf dem Workshop über die Mittagspause gesehen, habe das schön groß ausgedruckt. Und der Robert wird was sagen zu LernOS in der iRooms Academy. Der Alper von der DATEV, die haben angefangen, einen User Experience Leitfaden zu machen. Der wollte eigentlich heute was dazu erzählen, da ist aber jemand krank geworden, glaube ich. Also der hat mich gebeten, das zu verschieben. Ich soll aber dazu sagen, falls da jemand Lust hat mitzuwirken, kontaktiert ihn gern. Ich habe mal den Twitter-Thread verlinkt, da könnt ihr gern mit ihm Kontakt aufnehmen. Ja, dann würde ich sagen, Alex, wartest du? Ich habe zwar keine Ahnung, wie kann ich hier meinen Bildschirm teilen? Einfach auf diesen Pfeil unten. So, was seht ihr jetzt? Euch, oder? Noch nichts? Nix, geteilt. Hi Harald winkt. Ah, da muss ich noch sagen. Was hier, genau. Das Sorry, ging nicht früher. So. Kein Problem. Jetzt kommt was. Jetzt, genau. Also, ganz kurz, ich halte mich kurz. Wir hatten heute einen Todesfall in der Familie. Also, unsere Rennmaus ist gestorben und meine kleine Maus kommt gleich nach Hause. Der muss ich das verklickern, deswegen. Versuchen wir jetzt mal schnell durchzumachen. Genau. Simon hat ja schon angedeutet, dass ich damit angefangen oder dass wir damit angefangen haben. Es ist fertig. Also wir haben jetzt den ganzen Content fertig. Ich wollte euch ganz kurz erklären, wen das interessiert. Das ist ja ein etwas spezielleres Thema. Prozessmodellierung, worum geht es denn da eigentlich? Das sind diese schönen Bildchen, die man malt. Irgendwas passiert und irgendeiner tut etwas und dann gibt es so Entscheidungen, ja, nein und so weiter und so fort. Und das ist für unser Haus relativ wichtig, weil wir der Meinung sind, die Sprache zwischen der IT und dem Fachbereich, das soll zukünftig diese Sprache sein, dass Anforderungen aus dem Fachbereich nicht mehr in Word geschrieben werden, sondern dass die diesen Prozesscharakter haben und dann sozusagen Rückgabe oder rückfragefrei durch die IT dann auch modelliert werden können. Wie sieht denn das jetzt aus? Das ist ein bisschen umfangreicher Leitfaden. Es gibt eine kleine Einleitung, was das eigentlich so ist mit dieser Sprache, mit dieser Modellierungssprache. Und es gibt dann diesen Teil in 4. Das ist im Prinzip, sind das die Katas, die da hintereinander geschaltet sind. Und dann gibt es in 5 quasi so eine Art Lernunterlage. Also man kann in dem Dokument dann hin und her springen und kann sich dann erst in der Lernunterlage das Fachliche sozusagen anlesen, kann dann wieder zurückspringen und die Kata dann durchführen. Der Lernpfad hat den habe ich ja jetzt so geschrieben, dass der möglichst ein breites Publikum anspricht. Das heißt, er hat eine relativ steile Lernkurve. Das bedeutet, du fängst an mit so einem Happy Pass, irgendwas passiert, fertig und geht dann ab Woche 4 oder 5 wird es relativ anspruchsvoll, bis man hinkommt.
kommt in diese Decision-Matrizen. Genau. Ansonsten hält der Lernpfad sich sehr, sehr streng sozusagen jetzt an die Vorgaben vom LernOS Core, was so die Hierarchien angeht, wie die Kapitel hier geschnitten sind. Es gibt dann auch ein eigenes explizites Kapitel zu den Quellen und Ressourcen nachweisen, welche Tools ich benutzt habe, welche Bilder, wenn Bilder zum Einsatz gekommen sind, Quellen. Und am Ende gibt es jetzt auch, wie in der Version 1.5, Entschuldigung fürs Hin- und Herspringen, gibt es auch diese Anleitung für den Moderator in einem eigenen Kapitel. Also das steht jetzt zur Verfügung, liegt auf GitHub, momentan noch bei mir. Ich werde das dann, wenn ich es jetzt wirklich dann veröffentlicht habe, auf die Cogneon das Repo umziehen. Aufs Repo dann umziehen und dann liegt es da, wo die anderen auch liegen. Ich zeige euch das mal kurz. Also da ist dieses viele Text und hinten bei den Lerndingen gibt es dann immer relativ schöne kleine Bildchen, wo man sich irgendwie angucken kann, worum geht es denn da eigentlich und was macht denn das eigentlich? Das ist eigentlich das, was ich euch heute zeigen wollte. Und ab nächste Woche, also meine Idee ist so ab 15. Soll es das veröffentlicht sein. Inhaltlich ist jetzt alles da. Es gibt noch ein paar Typos rauszuhauen und dann, sehr cool. Wer da Interesse dran hat, kann das gerne dann auch benutzen. Und wie gesagt, das ist die Version 1.0. Ich finde es super, weil es so ein bisschen diese Bandbreite auch aufzeigt, ne? Von denen, die gerade an einem Diversity Guide arbeiten, bis hin zu Prozessmodellierung. Also damit wird einfach die Buntheit der Menge der Themen, die man lernen kann, sichtbar. Und ich mache mit Karl so ein kleines Projekt, weil wir gesagt haben, wir wollen mal das, was es als GDD Process Workflow gibt, sozusagen ausbauen und GDD, Woll und OKR in einzelnen Flow darstellen. Und da werden wir genau den Leitfaden auch schon anwenden. Also da werden wir versuchen, das mal in BPMN-Notationen abzubilden. Vielleicht nur einen Halbsatz. Du hast ja vorhin angesprochen, wir hatten gestern bei uns im Unternehmen so über anderthalb Stunden so eine Art, was ist, also quasi das ganze Haus eingeladen. Wir sind ein relativ kleiner Laden, 450 Leute an einem Standort. Sind dann auch 50 Leute gekommen, haben so ein bisschen Essen gehabt. Und das Interessante war dann eigentlich, die dann, also wir hatten eine Conversion-Rate von ungefähr 50%, ne? Also die Hälfte der Leute hat gesagt, oh, wir wollen an so einem Circle jetzt dann teilnehmen. Und davon wiederum die Hälfte hat gesagt, ja, dieses Prozessthema, das ist aber irgendwie total interessant. Ja, also das fand ich jetzt auch. Bei uns ist aber, also für mich ist eine Erkenntnis, wenn jemand den Wollpfad noch nicht gemacht hat, den in so einem monothematischen Pfad dann loslegen zu lassen, das kann man machen, aber dieses ganze Mindset, was ich im Wollpfad lerne, teilen, offen, sein, Transparenz zu haben, das scheitern dann die meisten dran. Ja? Die fangen dann an und dann, wenn dann irgendwie in die erste Übung kommst, jetzt teil das mal mit anderen über soziale Medien oder im Internet oder im Wiki. Das habe ich nicht gelernt. Ja? Genau. Also deswegen, da werden wir wahrscheinlich dafür Sorge tragen, dass die alle mal über den Chor laufen am Anfang. So. Jetzt bin ich raus. Okay, danke dir. Kannst du das mich wieder rausnehmen? Ja, du musst Bild? Einfach irgendwo ist stoppen. Ich das nicht. Red genau. Mal weiter. Ich kann wieder teilen. Stoppen, ich habe es gefunden. So, jetzt müsste meine wieder zu sehen sein. Dankeschön. Genau, dann haben wir als nächstes auf dem Programm die Silvia. Die hatte gestern ihr erstes Meetup in Zürich. Ich habe gesehen, da waren Menschen. Erzähl mal, Silvia, wie war's? Es war eigentlich sehr nett, muss ich sagen. Ich war erstaunt, also ich habe im Dezember ja diese Meetup-Gruppe gegründet online. Ich versuche auch mal einen Bildschirm freizugeben. Welcher ist es? Ja, hier ist es. Und das sieht man jetzt sehr schön. Also da hat es 38 Mitglieder. Und ich war eigentlich recht erstaunt, wie viele Mitglieder in verhältnismäßig kurzer Zeit da zusammenkamen. Ich habe dann mal eine... Jemand staubt, saugt. Ja. Ich bin's nicht. Ich habe dann im Dezember noch eine Umfrage gemacht, wer will virtuell und wer will persönlich. Es war so halb-halb. Und ich habe mich dann entschlossen, ich mache jetzt mal ein persönliches Treffen. Das fand dann gestern Mittag statt, von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Da haben sich 8 Mitglieder angemeldet und jemand hat dann noch einen Kollegen mitgenommen und dann waren es dann 9 Leute. Es kannten 2 Leute, kannten LernOS schon. Alle anderen waren da völlig unbefleckt, auch hinsichtlich Woll. Also die LernOS kannten, die kannten auch Woll. Mhm. Und alle anderen kannten weder das eine noch das andere. Ich habe dann mit dieser Standardpräsentation von dir, Simon, angefangen für 20, 25 Minuten. Und dann sind wir voll rein in die Übungen und haben gesagt, so, jetzt geht's los.
mal 10 Facts über mich und dann das Teilen und die sind da voll eingestiegen. Ihr seht auch unten, wenn ihr mal in die Meetup-Gruppe geht, also die Leute da, die waren echt gut am Arbeiten. Ne? Also die haben sich ausgetauscht, sind aber auch abgetaucht und haben da ihre Dinge ausgefüllt. Und es war echt cool. Wir hatten auch eine coole Location. Wir hatten von der Zürcher Kantonalbank, die betreibt ein Coworking Space, Büro Zürich nennt sich das. Und die haben daneben, dieses Büro Zürich betreibt, einen sogenannten Freiraum, den bekommt man kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ja, da habe ich, man muss einfach anfragen und sagen, man möchte gerne was machen, was man macht. Und die sagen dann Daumen hoch oder Daumen runter. In dem Fall kam innerhalb von 2 Stunden ein sehr interessantes Thema Daumen hoch. Und dann durften wir das da machen und können das auch weiterhin da machen. Das ist natürlich für mich als Organisator mit keiner Firma im Hintergrund, die vielleicht mal Sitzungszimmer oder ich habe mit Neid die Schnittchen gestern gesehen. Ich habe solche Schnittchen gehabt. Für mich ist das super, wenn ich so eine Location habe. Alle wollen weitermachen. Alle fanden irgendwie, sehr cool und wir möchten jetzt gerne mehr Näheres wissen. Wir möchten mal in diese Leitfäden eintauchen. Jemand hat gesagt, ich möchte da mal eintauchen und ich habe schon Ideen, dass ich einen eigenen Leitfaden schreibe. Also die Euphorie war verhältnismäßig groß. Es gab einen kleinen Wermutstropfen und da war ich dank Clemens. Ist Clemens hier? Der ist da, genau, der hat irgendwie geschrieben. Ist hier, genau. Nur Audio. Dank Clemens war ich darauf auch gefasst und konnte mich dann einigermaßen gut aus der Affäre ziehen. Es gab eine Person, die ist wohl eine Wolljüngerin, das wusste ich nicht, ich bin dem Namen noch nie begegnet. Und die ist dann gleich so reingegrätscht mit, LernOS ist doch eigentlich alles abgekupfert von Woll. Da sah man dann 7 Fragezeichen rundherum, weil die eben noch nie was gehört haben von Woll. Ne? So. Ja. Und ich habe mich dann daran erinnert, was Clemens mir erzählt hat und habe dann kurz geantwortet. Dann hat sie aber nachgebohrt und irgendwann habe ich dann abgebrochen und gesagt, ja, vielleicht machen wir einfach weiter und sehen dann, wie es kommt. Und interessanterweise kam am Schluss in der Feedbackrunde alle begeistert, alle wollen weitermachen. Und einer hat dann gesagt, er hätte diese Diskussion um dieses andere, das wohl ähnlich wäre, überhaupt nicht verstanden und er fände auch, es wäre völlig fehl am Platz gewesen. Ich habe dann genickt, habe mich bedankt fürs Feedback und ich fand es sehr schön, dass das aus dem Teilnehmerkreis kam, also dass ich mich da nicht weiter exponieren musste. Ja. Aber offensichtlich ist das ein Thema, immer noch. Ich werde es künftig, habe ich mir vorgenommen, wenn Woll-Leute dann kommen und diese Diskussion wieder losbricht, dann werde ich die sehr viel schneller kippen und abbrechen. Ja. Aber es war einfach schön zu sehen, wie die Leute dann gearbeitet haben und wie die eingetaucht sind in dieses Lernhaus. Ja, und das mit den, was ihr da seht, sind ja wird mal so ein Satz von Dojo Kids gemacht, also wo quasi Leitfaden und Post-its und Canvas und so weiter drin ist. Das hat auch gut funktioniert. Ja, das hat super gut funktioniert. Man sieht hier so, seht ihr meine Maus? Ja. Man sieht hier so diese Plastikhülle, da ist dann drin ein Stift und die kleinen Post-its und der Canvas auf der anderen Seite und eben ein Leitfaden. Und wir sind dann hier gleich in den Leitfaden eingestiegen, beziehungsweise plötzlich in Canvas eingestiegen, nachdem sie mal auf dem Blatt Papier ihre 10 Dinger notiert haben, was sie ausmacht. Und das hat sehr gut funktioniert. Die haben da auch ihre Post-its da beschriftet und gemacht und getan. Das war wirklich cool. Da haben wir, glaube ich, bei einem Community Call schon mal gesprochen. Da haben wir halt einfach die Herausforderung zum einen mal noch, dass wir die Plastikhülle haben, die ist noch nicht sehr nachhaltig. Aber die zweite Herausforderung ist, dass man quasi die gedruckten Leitfäden, die können eigentlich dadurch, dass wir einen vierteljährlichen Release-Zyklus haben, eigentlich nie auf aktuellem Stand sein. Also da müssen wir uns mal überlegen. Ich finde auch dieses haptische gut, was in der Hand zu haben. Das brauchen auch viele. Nur man kann sich halt nicht für ein Jahr sozusagen Leitfäden auf den Stapel legen, weil man dann immer auf einer veralteten Version sozusagen agiert. Ja, also ich muss auch sagen, die Leute haben es sehr geschätzt, also die haben dann auch drin rumgeblättelt und sich die farbigen Bilder angeguckt und all diese Dinge. Ich finde, was du zur Verfügung stellst, finde ich großartig.
ich meine, das kam mit der Post, ich musste schnell nach Deutschland rüberfahren, dieses Riesenpaket abholen. Es war wirklich sehr cool. Ich habe mich dann gefragt, ob es vielleicht auch, vor allem auch für dich günstiger ginge, dass man vielleicht sagt, man hat diesen Leitfaden als Book on Demand. Dass man sagen kann, ich brauche jetzt 20 Leitfäden oder ich brauche 10 Leitfäden und ich bestelle das eine Woche vorher und dann wird mir das nach Hause geliefert. Ja, also das ist, steht auf der Agenda, quasi die Produktionskette, die ist eigentlich schon fast fertig, dass automatisch jedes Release auch auf Amazon geschoben wird. Okay. Und dann auch in die jeweiligen Stores, ne? Also dass du halt dann, was weiß ich, die englische Version im Amazon.com kriegst und so weiter. Mhm. Aber es ist natürlich, wenn man sich einen Stapel drucken lässt, viel günstiger, als wenn man über so ein Print-on-Demand geht. Ne? Aber jetzt für eine kleine Stückzahl geht es vielleicht. Nur wenn jemand halt in seiner Freizeit und privat so ein Meetup betreibt, ne, dann ist vielleicht trotzdem auch 9 € für einen Leitfaden irgendwie zu viel. Aber ich denke, wir werden jetzt, hatten wir vorhin besprochen, auf dem Corporate Learning Camp in Hamburg Ende März, machen wir in der LernOS Assembly mal so eine Session, so ein Starter-Kit für Meetup-Maker, wie kann das aussehen? Und da werden wir das auf jeden Fall mal thematisieren, was muss da rein und wie geht man auch mit so Aspekten um, ne? Physische Dinge versus digitale. Sehr schön. Ich glaube, es sind einfach auch Erfahrungswerte, wie viel brauchst du dann im Jahr und dann kann man es da, kann man sich auch mal 100 drucken lassen für einen selber oder was auch immer. Ne? Genau. Stapel, ja, so übergeordnetes Ziel, kann ich auch noch dazu sagen, ist, dass wir Ende des Jahres eine Version 2.0 haben von dem LernOS for You, der dann hoffentlich auch sozusagen stabiler ist, dass man da nicht mehr im Vierteljahrestakt ändert, sondern vielleicht nur noch im Halbjahrestakt. Und da lohnt sich dann auch wieder eher. Ne? Ja, das ist cool. Dann ja, danke an dich, ne, für die Unterstützung, auch eben für die Hardware. Und auch vielen Dank an Clemens Stieger für die Unterstützung. Er hat da über eine Stunde geopfert, mit mir so ein Meetup mal durchzuackern und mich auf die Fallstrecke aufmerksam zu machen. Also ich habe das sehr geschätzt und es hat wirklich sehr geholfen. Und wenn jemand anderer das machen will, dann kann er gerne auch auf mich zukommen. Ich würde das gerne auch weitergeben. Gern geschehen. Sehr schön. Wir werden uns nochmal melden, bevor wir dann das Meetup Maker Kit angehen. Ja, gut. Also, dann habe ich dir mal den Bildschirm teilen wieder geklaut. Kommen wir zu dem dritten Punkt hier mal hands-on so eine Leitfadengenerierung durchgehen. Also, ich wäre relativ oft gefragt, so, warum macht ihr denn das so umständlich mit diesem GitHub und dann brauche ich erst eine ganze Latte Tools, um irgendwie so eine Leitfadengenerierung zum Laufen zu kriegen. Also es ist an der einen oder anderen Stelle eine Barriere. Für uns ist das einfach so, da stecken zwei Gründe dahinter. Der eine ist, dass wir halt wollen, dass die Leute, die sich mit LernOS ein bisschen tiefer beschäftigen, Digitalisierung nicht nur durchs App-Vision kennenlernen, sondern halt auch so ein bisschen durch die Mechanismen und Arbeitsweisen, die da dahinter stecken. Normalerweise sind die meisten White-Color-Menschen, haben mit so Coding und Software und Versionsverwaltung und so nichts zu tun. Also das ist der eine Grund, da einfach so ein gewisses Upskilling zu haben, was ja in einem Leitfadenteam auch sich nicht alle drauf schaffen müssen. Ne? Ich erinnere mich, Karl, bei euch war es dann ja, glaube ich, auch einer aus dem Fünfer-Team, der gesagt hat, ich arbeite mich da mal ein bisschen rein. Mittlerweile seid ihr, glaube ich, alle Firmen. Das andere ist, dass es uns einfach eine gewisse Flexibilität gibt, anders als jetzt, wenn man einfach die Leitfäden als Google Doc runterschreibt, sozusagen ganz verschiedene Zielformate daraus zu generieren. Ja, was weiß ich, sei das jetzt so einfache Dinge wie eine PDF-Version oder eine E-Book-Version oder auch, was jetzt neu kommen wird, quasi eine Web-Version. Ja, ich finde diese ganzen Doc-Versionen, PDF-Versionen, E-Book-Versionen, die klammert alle noch sehr stark an dieser Grundidee von Gutenberg, nämlich ein Buch. Ich habe irgendwas zwischen zwei Buchdeckeln, entweder digital oder analog. Ja, und da mit der Webversion, wo man sich halt davon emanzipieren und wirklich auch eine sauber benutzbare Webversion von den ganzen Inhalten machen. Und wenn man da einen ganzen Haufen Leitfäden hat und die dann auch noch im Quartalstakt neu released, da hat natürlich keiner Lust, ständig alle möglichen Quellen auf Stand zu halten. Und dementsprechend muss das halt mehr oder weniger komplett automatisiert passieren. Jetzt schaue ich mal gerade, ich weiß nicht, seht ihr mich denn aktuell oder seht ihr Silvia so wie ich? Also ich sehe deinen Screen. Mein Screen, aber auch mein Kopf? Genau. Ja, oben. Genau. Sehr gut, dann ist das nur bei mir, dass ich jemand anders sehe. Genau, also was ich jetzt mal vorhabe, ist euch einfach mal zu zeigen, wo leben denn diese LernOS-Leitfäden. Ich gehe dazu mal auf die
Das ist ja die Seite, wo ihr hinkommt, wenn ihr lernos.org eingibt. Ja, da gibt es eine Übersicht über diese drei Kernleitfäden, also für dich, für Teams, für Organisationen. Hier unten drunter die Toolbox mit dem Sketchnoting-Guide. Ja, und da sieht ihr da hinten schon die Versionen, die eben oft gebraucht werden. Die haben wir da separat verlinkt. Ja, im Wesentlichen PDF, SlideShare, dann die Präsentationen, die es neu gibt. Das ist diese, dahinter verbirgt sich diese Webpräsentation, die Silvia vorhin angesprochen hat. Gehe jetzt aber nicht drauf ein im Detail. Und hier bei den Quellen, da sind sozusagen sogenannte GitHub-Repositories verlinkt. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr wo, was erstmal ziemlich komisch aussieht, nämlich so. Das ist ein sogenanntes GitHub-Repository. Im Prinzip diesen Teil hier in dem Kasten, mal ein bisschen größer, könnt ihr euch vorstellen wie ein Ordner in eurem Dateisystem. Also da liegen Dateien, da liegen hier, seht ihr, DEEN, Docs, Ordner. Ja, hier oben gibt es einen ganzen Haufen Menüpunkte, davon muss man eigentlich gar nicht viel wissen. Ja, das eine, was man wissen muss, ist, dass es von den Leitfaden gewisse Releases gibt. Das sieht man hier. Ja, also ihr könnt im Prinzip auf alle Versionen, die in Vergangenheit veröffentlicht worden sind, zurückgreifen. Version 1.5, 1.4 und so weiter. Ja, und man sieht hier unten dran, da sind immer so ZIP-Dateien verlinkt. Das heißt, damit bekommt ihr ein komplettes Paket, wo alles drin ist für die Version 1.5 des Leitfadens. Also dieses Releases ist wichtig. Und für die, die so ein bisschen wissen wollen, vielleicht, was kommt in der nächsten Version, da kann man mal hier auf Issues klicken. Issues ist so wie in einem Kanban-Board To-Do, könnte man sagen. Also hier landet alles, was am Leitfaden gemacht wird. Da gibt es hier rechts außen gibt's diesen Eintrag Milestones. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel mal auf die Version 1.6 klicken. Und dann seht ihr alle Aufgaben, die jetzt erledigt werden, damit am 16. März dann die Version 1.6 erscheint. So, ich wollte euch aber zeigen, wie so ein Leitfaden erstellt wird. Also das GitHub ist quasi ein Cloud-Service. Die ganzen Inhalte liegen auf einem zentralen Server in der Cloud. Ich gehe jetzt mal hier bei mir am Desktop einfach in mein Dateisystem. Ich habe hier in den Dokumenten ein Eintrag GitHub. Ich weiß nicht, ist das zu klein? Soll ich es ein bisschen vergrößern? Passt. Passt. Und dort liegen quasi jetzt einfach Ordner, die so benannt sind wie die GitHub-Repositories. Also ich gehe jetzt hier zum Beispiel mal in diesen LernOS for You. Ja, und das, was ich euch vorher gezeigt habe im Web, sieht man jetzt hier einfach als Dateiordner. Da kann ich reinklicken, so wie ihr das von euren Dateilaufwerken, eurem OneDrive oder so gewohnt seid. Ja, und hier drinnen gibt es ein Verzeichnis, das heißt Source, Quellen. Hier liegen sozusagen die Quelldateien der Leitfäden drin, der einzelnen Kapitel. Da ist wichtig zu wissen, wir schreiben die ganzen Leitfäden in einer Beschreibungssprache, die heißt Markdown. Also ich kann hier mal, machen wir mal das Grundlagenkapitel auf, Doppelklick. Ja, da ist, verwenden wir jetzt einen Editor, der heißt Typora. Der tut im Wesentlichen sowas Ähnliches, wie ihr es von Word kennt. Ne? Also ihr habt hier quasi die Texte innen drin. Ich kann Bilder einfügen. Wenn man auf so ein Bild klickt, dann sieht man hier die Markdown-Notation. Ne? Das sieht so ein bisschen aus wie HTML zu kodieren. Sobald ich aber das Bild nicht mehr angeklickt habe, verschwindet das. Ne? Und ich sehe eigentlich nur noch den Text. So arbeitet man in den einzelnen Kapiteln. Bisher war es so, wer früher mal in so Repos geschaut hat, hatten wir alles in einem Markdown-Datei flach liegen. So ähnlich wie ihr ein Word-Dokument durchgängig schreibt. Jetzt ist es aber so, wenn mehrere Personen an einem Leitfaden arbeiten, dann gibt es Konflikte, weil die GitHub quasi nicht weiß, einer hat da gearbeitet, wie baue ich das jetzt zusammen? Deswegen ist das sinnvoll, so ähnlich wie in der Softwareentwicklung auch, das zu modularisieren und aus einzelnen Kapiteln einzelne Dateien zu machen. Das sieht man jetzt hier gerade im Werden. Also der Lernpfad Woll ist jetzt hier zum Beispiel schon zerlegt. Die einzelnen Cutters, also bis auf Cutter-Ebene runter auf Übungsebene, habe ich hier die 11 Cutters einzeln. Das heißt, theoretisch könnten zeitgleich sozusagen, könnte einer an der Cutter 3 arbeiten und jemand anders an der Cutter 6 und es gibt keinen Konflikt quasi. Das wird dann hier jetzt mit dem OKR-Lernpfad und dem GDD-Lernpfad noch genauso passieren. Anderer Anwendungsfall dafür, das zu modularisieren, hatte ich mit Leonid am 36C3 darüber gesprochen, ist, dass vielleicht in
bei bestimmten Leitfaden in manchen Organisationen nicht alle Kapitel relevant sind. Also wir hatten da den Podcasting-Guide. Na, wenn es jetzt bestimmte Software zum Schneiden von Podcasts in der Organisation nicht gibt, könnte die Organisation einfach die jeweiligen Kapitel löschen. Dann bleiben dann nur noch die Kapitel übrig, die Tools beschreiben, die sie auch haben. Sie könnten sogar noch ein Kapitel hinzufügen und sagen, wenn ihr mit Adobe Audition bei uns schneiden wollt, hier ist der Link, wo ihr es bestellen könnt. Und sie haben mit minimalem Aufwand quasi eine gecustomized Version von dem Leitfaden. Genau, also ich bleibe jetzt hier mal in einer Sprachversion. Die Sourcen habt ihr gesehen. Hier liegen dann jetzt bei mir im Moment die generierten Versionen. Also da liegt eine DocX, eine Word-Version, eine EPUB-Version. EPUB ist ein E-Book-Format, genauso wie Mobi. Mobi ist für Kindle, EPUB eigentlich für alles andere, inklusive der Apple Books App. Ja, das heißt, wenn ihr ein Kindle habt, findet ihr in den Einstellungen eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr die Mobi-Datei an die E-Mail-Adresse schickt, taucht der Leitfaden automatisch auf eurem Kindle auf oder auf der Kindle-App im iPad. Dann gibt es eine HTML-Version, die haben wir schon eine ganze Weile. Die ist eigentlich nur zum Copy-Pasten gedacht. Also die macht einfach diesen Leitfaden einmal als so eine lange HTML-Wurst. Damit kann ich sie schön in den CMS kopieren oder in den Wiki reinkopieren, ist aber eigentlich nicht gut zum drin Browsen gedacht. Und natürlich, das ist das, was die meisten Einsteiger, wonach die als erstes suchen, ist eine PDF-Version, ne? So ähnlich wie der Alex das vorhin gezeigt hat. Ja, und die werden quasi vollends generiert aus dem Markdown. Das zeige ich euch auch mal. Da liegt hier in dem Verzeichnis liegt eine sogenannte Batch-Datei. Die ist gekennzeichnet durch ein .bat. Und Batch bedeutet, da stehen Befehle drin, die einfach der Reihe nach ausgeführt werden. Kann ich euch auch mal zeigen in einem Texteditor. Ja, da sind ein paar Anweisungen, dass nicht alles auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Echo bedeutet, schreibe dahin, starte die Lernnoise-Guide-Generation. Ja, dann werden ein paar Parameter gesetzt. Ja, und dann werden hier unten quasi die Befehle ausgeführt, die ich brauche, um die einzelnen Versionen zu erzeugen. Steht dann auch immer da. Ja, PDF-Version, E-Book-Version. Und hier stehen dann die Befehle. Da wird es auch eine Dokumentation dazu geben, was die im Einzelnen bedeuten. Und ich kann das mal einfach anschmeißen, dann seht ihr, wie das aussieht. Also sagen wir mal, ich hätte jetzt hier in den Sourcen was geändert, dann klicke ich hier einmal drauf. Ja, dann geht hier so ein Kommandozeilenfenster auf. Der arbeitet jetzt die ganzen Befehle ab. Da gibt es jetzt eine Fehlermeldung, weil ich im Hintergrund was offen habe. Was ist das? Ah ja, genau, da habe ich was noch nicht angepasst. Moment, machen wir es mal in der englischen Version. Da müsste es durchlaufen. Genau, man sieht hier im Hintergrund, die alten Versionen werden gelöscht. Also je mehr das fortschreitet hier, tauchen die wieder auf. Also neue Word-Version, neue HTML-Version. PDF-Version dauert am längsten zu erzeugen, weil da viel Formatierung zu tun ist. Das dauert so je nach Leitfadenlänge vielleicht eine Minute oder eineinhalb. Und dann habe ich quasi in meinem Dateisystem jetzt hier wieder die neue Version liegen. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommt dann diese neue Version quasi wieder zu GitHub? Das zeige ich euch auch noch, solange der hier arbeitet. Dafür hat ein Programm auf dem Rechner, das heißt GitHub Desktop. Das ist jetzt hier offen. Ja, das kennt hier oben die ganzen Repositories, die ich auf meinem Rechner habe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen LernOS for You. Ja, und der zeigt mir hier schon an die ganzen Änderungen. Also was hat sich alles geändert, seit er das letzte Mal synchronisiert hat mit GitHub. Dann kann ich hier so eine kleine Zusammenfassung schreiben, was ich denn geändert habe. Also zum Beispiel habe jetzt alle Markdown-Dateien modularisiert oder habe Kata 3 umgeschrieben, sodass, wenn jetzt jemand auf die Quellen zugreift, auch nachvollziehbar ist, was sich denn geändert hat. Dann kann ich das committen, heißt es. Das bedeutet sozusagen, ich sage diesem Repository, das ist jetzt ein neuer Commit, ein neuer Stand. Ist vielleicht so, wie wenn ihr in Word im Dateisystem eine Revision ABC hinten an eure Datei hängen würde. Und dann gibt es hier oben den Knopf Push. Ja, und wenn ich den Knopf Push drücke, dann wird das ganze Ding sozusagen direkt zurück auf GitHub gespielt. Das ist sozusagen die Kette, die werden wir auf dem Corbett Learning Camp auch mal komplett vorführen. Also da bringe ich einen nackten Windows-Rechner mit und werde den an Beamer anschließen und dann einfach mal alle Schritte durchgehen, die man braucht, um quasi von 0
zu, ich habe meinen ersten eigenen Leitfaden erstellt, zu gehen. Ich hoffe, das klappt. Wir schneiden das auch alles mit und werden das hinterher als Video zur Verfügung stellen, egal ob es klappt oder nicht. Genau, hier sieht man in dem Fenster, das ist durchgelaufen. Drücken Sie eine beliebige Taste, habe ich gemacht. Ne? Man sieht jetzt hier, die neuen Versionen sind erzeugt. Ich kann hier auf mein PDF klicken. Ne? Alles, was ich jetzt geändert hätte, wäre in dem PDF drinnen. Genau, und da vielleicht so ein kleiner Hinweis in Richtung, was bringt einem das? Also dadurch, dass wir so einen automatisierten Generierungsprozess haben, haben wir jetzt quasi auch einen Schritt uns entwickelt, der uns eine saubere Webversion bringt. Ich habe schon gesagt, das ist was mich immer gestört hat, dass wir halt keine Version haben, mit der man irgendwie sauber ins Web gehen kann. Ich kann euch das mal zeigen. Der Podcasting Guide zum Beispiel hat den schon, ne? Da testen wir gerade. Ja, das heißt, wir bekommen den ganzen Leitfaden hier. Da oben steht Podcasting Guide im Web und navigierbar. Ja, das heißt, die ganzen Kapitel kann ich jetzt hier durchklicken. Format, Workflow, die sind alle responsiv. Also das heißt, die könnt ihr euch auch im Smartphone anschauen. Ihr könnt die Links verschicken auf die einzelnen Seiten. Wir bekommen eine Suchmaschine. Also das heißt, wenn ich jetzt hier nach irgendwas suche drin, ne, springe ich direkt an die Seiten, wo dann das jeweilige Thema vorkommt. Das ist, denke ich, ein großer Vorteil. Und was ich als noch einen Riesenvorteil sehe, ist, wir klinken hier unten dran direkt auch eine Diskussionsplattform. Also immer, wenn man ganz unten an die Seite geht, wird hier automatisch ein Diskussionsbereich hingerendert. Und das bedeutet, dass man sozusagen auf einer Kapitel-, auf einer Cutter-Ebene diskutieren kann und sieht, was andere über den jeweiligen Inhalt sagen. Also Beispiel Sketchnoting Guide, es wird diskutiert, was sind die besten Apps oder die beste Hardware, um elektronisch zu sketchnoten. Ja, klar kann ich das jetzt im Circle diskutieren, aber da sind ja vielleicht alles Einsteiger und die wissen das selber noch nicht. Na, dann kann ich hier in die Webversion gehen und kann mal gucken, was ist denn da diskutiert worden, was wird gerade vorgeschlagen, was sind vielleicht neue Dinge. Und für die Maintainer von den Leitfäden ist das natürlich auch schön, weil da sozusagen Feedback drinsteht, was vielleicht an den Kapiteln noch nicht passt, was man verbessern kann, aber halt auch Ideen kommen können für Software oder für Technik, die ich noch gar nicht kenne, die aber irgendjemand in dem Circle entdeckt hat. Ja, also das ist mal so ein ganz kurzer Durchflug dadurch. Ja, jetzt haben wir den mal aufgezeichnet. Wir können da gucken, wenn am Ende noch Zeit ist, für Fragen können wir da gern, können wir die auch noch bearbeiten. Ich denke, das ist eine recht komplexe Geschichte. Wie gesagt, Corporate Learning Camp, 20. März, wenn wir das nochmal in etwas länger machen und aufzeichnen. Genau, falls jemand jetzt noch eine Frage hat, einfach schnell stellen. Solange ich switche wieder zur Agenda. Du kannst ja gleich schon mal meine Sketchnote aufmachen, damit ich sie hier nicht auf dem Telefon teilen muss und in der Zeit die Frage beantworten, ob man sich anmelden muss auf der Connect, um kommentieren zu können oder ob du einfach frei kommentieren kannst. Meinst du auf der Community-Plattform Connect oder bei den Leitfäden? Ja, bei den Leitfäden in der Webversion. Da muss man sich anmelden, weil das ist quasi Discuss. Sieht man hier unten, steht es klein. Ne, das heißt, da betreiben wir kein eigenes Kommentarsystem, sondern nehmen einfach Discuss. Das funktioniert so, dass diese Kommentar-Thread haben pro URL. Das heißt, wenn der Leitfaden neu generiert wird, bleiben trotzdem die Diskussionen erhalten, solange sich der Link zu der Seite nicht ändert. Ne, also das macht dir, wir haben ein paar andere Sachen auch angeschaut, aber das ist ein Mechanismus, wo dir quasi die Diskussion nicht mit jeder Leitfadenversion kaputt geht. Ja, ich finde das mega. Das beantwortet schon eine Frage, die ich hatte für so eine Metadiskussion, nämlich wie eine sinnvolle Feedbackkette für Autoren von Leitfäden aussehen könnte. Ja, denn ich habe mich jetzt im Sketchnote-Leitfaden wieder in so einem Google-Doc bemüht und da haben Leute dann ihre Einträge als Kommentare reingemacht und das ist einfach nicht so offen und genau. Nicht so hängt. Also ja. das ist auch der Weg, wie wir das bisher hatten. Ne? Also die Word-Version ist quasi immer in ein kommentierbares Google-Doc geschossen und dann der Link auf Connect verteilt.
Aber das ist eigentlich immer Pain in the Ass, das dann da alles wieder rauszukratzen und in die Bearbeitung zurückzuführen. Und vor allen Dingen hat es überhaupt keinen Nutzen für die Anwender. Also wenn jemand da auf eine tolle Idee kommt, was noch eine schöne Podcast-App ist oder so, dann steht es halt in dieser Feedback-Version. Aber jemand, der den Leitfaden nutzt, kann davon gar nicht partizipieren. Nur während mit dem Weg sozusagen jeder Nutzer der Leitfäden sofort auch die Kommentare der anderen sieht und darüber natürlich auch Community-Building funktionieren kann. Ja, ist eine fantastische Option. Also sehr, sehr gut. Web-Version war sowieso schon ein Riesensprung und das ist sehr, sehr cool. Nachdem sich abzeichnet, dass das Web bleiben wird, hat sich der Invest gelohnt. Ja. Sehr schön. Also Sketchnote zu Lernos for You V1.5 ist offen, Karin. Ja, vielen Dank fürs Zeigen und für die 3 Minuten Zeit zum drüber reden. Das ist die 2. Version von einem LernOS in the Nutshell Poster, das so ein bisschen Türöffner und Gesprächsstarter sein soll, irgendwo in der Komplexität zwischen ich habe einen Aufkleber auf meinem Laptop und ich halte euch eine 20-minütige Präsentation. Ja, also etwas, was man schon ein bisschen Zeit sich nehmen kann, aber was jetzt nicht die Komplex, also versucht, das LernOS in seiner Komplexität auch komplett darzustellen. Zum letzten Camp habe ich ja so eine erste Version schon mal gemacht. Ich habe jetzt einen 12-wöchigen LernOS Sketchnoting Fahrt hinter mir und irgendwann konnte ich dieses Poster nicht mehr sehen, so, weil ich nur Fehler gesehen habe und unzufrieden war. Und deshalb habe ich diese neue Version gezeichnet als Projekt innerhalb von meinem LernOS Sketchnoting Sprint. Und die Idee ist einfach hier so ein bisschen das Warum, Wie und Was einigermaßen allgemein verständlich abzubilden und auf die einzelnen Lernpfade einzugehen, die im LernOS for You zurzeit vorhanden sind. Ja. Und mich würde interessieren, wie das zum Beispiel bei der LV1871 angekommen ist, wo ihr es schon habt. Und Simon, du nutzt es ja jetzt als Screensaver immer bei Vorträgen und ähnlichen Geschichten. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr cooler Use Case. Da, wie gesagt, interessiert mich Feedback, um noch hier so ein paar Feinoptimierungen vorzunehmen. Dann werde ich sicherlich auch nochmal irgendwann wieder unzufrieden mit dieser Sketchnote sein und da noch eine weitere draus machen, spätestens wenn sich der Leitfaden wieder stark verändert. Der Treiber für Innovation, wenn man unzufrieden ist mit was. Ja, ja. Hass. Also generell zu dem Ganzen kann ich sagen... Also ich finde es total Hammer. Ich habe mir die auch sofort als Screensaver auf dem Rechner, wo es jetzt einfach jeder sieht, wenn bei mir der Bildschirm gelockt ist, auch, weiß nicht, ob ihr meine Webcams seht, auch auf dem Smartphone, wenn ich jemand das erklären will in Kürze, habe ich es als Lockscreen. Und ich finde, das ist so, wie du es gesagt hast, genau diese Ebene zwischen Aufkleber und Vortrag, ne, wo man halt wirklich schnell sozusagen sich einen Überblick verschaffen kann, was ist es, was gehört dazu. Also das ist genau was gefehlt hat die ganze Zeit. Deswegen finde ich die echt genial und kann euch alle nur ermuntern, die zu nutzen, zu twittern, zu teilen, was auch immer da draus zu machen, Poster draus zu machen, wofür ihr das brauchen könnt. Ja, es gibt eine hoch aufgelöste Version davon in der Community-Plattform. Glaube ich, im aktuellen oder im zentralen LernOS. Die verlinke ich danach auch noch, dass man die zum Download hat. Das ist so eine 4000 mal 4000 Pixel, ne? Ja, das sollte eigentlich für die allermeisten Zwecke reichen. Absolutely. Das kommt sofort in meine Working Out Loud Präsentation rein, Karl. Herzlichen Dank. Ich werde es auch gleich über den Woll.de Account twittern. Sehr cool. Sehr cool. Ich gar nichts. Alex, bist du noch da? Kannst du was dazu sagen, wie es bei euch gestern angekommen ist? Scheinbar nicht mehr. Geh mal hier gerade raus, dann kann ich gucken. Alex. Ah, der ist schon mal rausgefallen. Ja, okay. Warte, Karl, du bist gemutet. Ich habe eine Frage dazu.
ja. Einen QR-Code dann irgendwie draufbringen auf dem Poster, wäre das nicht gut? Oder widerspricht das irgendwas? Ja, also Simon hat diesen Workaround gemacht, dass er in seinem Screensaver einen QR-Code direkt daneben hat. Ich persönlich bin ein Freund von kurzen Webadressen und lernos.org ist eigentlich schon kurz genug, um es einfach einzutippen. Ich würde das vielleicht mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, wie das eure Erfahrungswerte sind, wie viele Leute das wirklich nutzen und wie man einen QR-Code einscannen, als die Adresse zu tippen. Ja. Also ich sehe die Adresse im Moment nicht. QR-Code fällt dann immer direkt auf als Eyecatcher, dass du weißt, da geht's weiter. Also wir wollen fürs Camp in Hamburg wollen wir es als auf dem Roll-Up ziehen und da würde ich ähnlich wie beim Screensaver quasi im Querformat der QR-Code daneben ist, quasi im Roll-Up den QR-Code drunter machen. Also da ist dann die Frage, muss der QR-Code in die Sketchnote oder in das, was man aus der Sketchnote produziert sozusagen. Ja. Aber ein sehr, sehr guter Hinweis auch, dass du den QR-Code natürlich viel stärker wahrnehmen würdest. Ja. Wenn er in ordentlicher Größe da drauf ist, dann wäre er ein richtiger Eye-Catcher. Das ist eine echte Herausforderung, einen QR-Code zu sketchnoten. Ja. Okay, sehr gut, fein. Also dann, Moment, schauen wir nochmal zurück in die Agenda. Zwei Punkte haben wir noch. Nee, einen. Der Robert mit der iRooms Academy. Ja. Ja, dann teile ich mal meinen Bildschirm. Dann auch ganz lieben Dank, das euch mal zeigen zu können. Vielleicht vorneweg, was ist so die Idee der ganzen Akademie? Das ist wie ein digitaler Open Space Always On. Das heißt, jeder kann zu jeder Zeit alle Sessions, die es dort gibt, besuchen und jeder kann auch zu jeder Zeit eine eigene Session dort anbieten, sodass quasi in eine digitale Meetup-Plattform oder so ein digitaler Open Space entsteht. Um so eine Session zu gestalten, haben wir da auch ganz viele verschiedene Tools, also Liberating Structures oder aus dem Design Thinking. Und der Prozess ist so, dass ich jedem Sessiongeber helfe, also wir uns zusammen telefonieren und wir dann mehr oder minder die technische Seite auch übernehmen, weil ich einfach gemerkt habe, dass da noch ganz viele Hürden sind, wenn man ins Digitale geht. Und da wollen wir niemanden alleine lassen und helfen da immer mit dabei, diese Räume dann aufzubauen. Ein Raum, den schicke ich euch dann nachher auch nochmal als Link, ist dann aufgebaut als Lern-OS-Musterraum und den zeige ich euch einfach mal kurz. Und so sieht das Ganze dann aus. Also es geht immer ums Arbeiten, ums Interaktivsein und ihr seht ja quasi hier oben ist immer so eine Art Schaltzentrale, da sind die verschiedenen Dokumente drin. Wenn ihr hier drauf klickt, dann startet sofort der Zoom-Call für alle. Jeder kann auch diesen Zoom-Account, da steht immer ein Pro-Account dahinter, nutzen zu jeder Zeit, also wenn man zwischendurch jemand sich was absprechen will, kann der dort reingehen und kann es nutzen. Und hier sind dann die verschiedenen Dokumente, die man immer braucht, beispielsweise der LernOS Canvas, also wenn man sich am Anfang entschließt, ja, wir wollen den Canvas ausfüllen, dann klickt man hier drauf, da ist dann ein Google-Dokument hinterlegt und hier kann jetzt jeder an diesem Google-Dokument gemeinsam arbeiten und wir können dann hinterher durch das Google-Dokument durchgehen und schauen, wer hat denn wie sein Canvas dort ausgefüllt. Dahinter ist auch oft eine kleine Vorstellungsrunde, je nachdem, ob man die braucht oder nicht. Und die Vorstellungsrunde geht dann so, dass wie beim Barcamp oft so üblich, die Teilnehmenden hier ihren Namen einschreiben, ihre drei Hashtags und dann quasi ihren Bubble dorthin ziehen, wo sie sind. Gerade beim Digitalen ist das immer eine ganz schöne Sache zu wissen, von wo aus kommt denn jemand dazu. Man hat mir hier ein erstes schönes Überblicksbild, wo man sieht, von wo sich jetzt alle zugeschaltet haben. Ganz oft passiert es, dass dann jemand sagt, oh, ich bin jetzt aus der Schweiz, haben wir die Silvia hier auch und dann erweitern wir es noch ein Stückchen und sagen, oh ja, mit Pfeil, ich komme von daher. Und kostet noch so eine Fläche sonstige. Aus Österreich. Wir haben auch eine Europakarte dann schon, da müssen wir gucken, je nachdem, wer Teilnehmende sind, dass die dann damit teilnehmen können. In dem Raum selber sind dann die ganzen Wochen hinterlegt, also hier die Woche 0, man kann Termine eintragen, das geht jetzt hier als Gast in dem Musterraum nicht, aber für die Teilnehmenden dann schon, wird dann auch immer für den Termin erinnert. Ich habe hier unten jetzt mal eingebaut noch so ein Whiteboard, wenn man das braucht, also hier können dann alle gemeinsam auf dem Whiteboard malen und sich in irgendeiner Form irgendwas anschauen und aufzeichnen, was auch immer die Teilnehmenden da Lust haben oder aber auch hier unten nochmal eingebaut eine Wall, also das ist ein Padlet, was dort integriert ist,
Und hier kann man dann mit Plus ein neues Padlet generieren und kann dann dort Ideen und Infos mit dazu schreiben. Und so gestaltet sich also dieser Raum so, wie man es braucht für die Teilnehmenden, für den Circle, der dort drin dann auch arbeiten möchte. Das so als Elevator-Pitch ist das, was hinter den digitalen Räumen steht. Also die Grundidee, wirklich digital hier zusammen so einen Circle durchzuführen. Und wir haben ja schon den ersten auch durchgeführt gehabt letztes Jahr und haben das genutzt. Und ich werde jetzt am Wochenende für die nächste Woche zwei Circle aufsetzen. Einmal den Getting Things Done und einmal den wir selber machen und einmal den OKR-Circle, den die Nicola Peschke noch angefragt hat und den tun will. Und so werden die dann hier im digitalen Raum arbeiten und den Circle durchlaufen lassen. Das war es im Endeffekt in aller Kürze. Also ganz sehr cool. Einfach ja, im Tool die Möglichkeit, digital in Meetup aufzusetzen und digital auch so einen Circle zu durchlaufen. Falls ihr Lust habt, könnt man da mal mit Leuten, die da durchgegangen sind, so einen kleinen Erfahrungspodcast aufnehmen, weil das finde ich immer spannend, so wie wirkt so eine digitale Umgebung auf so einen Circle und was funktioniert da gut und so Ideen. Also könnt ihr mal fragen bei den Leuten, die ihr habt. Ja, gerne. Dann können wir gerne da mal was machen in die Richtung. Also die Silvia war dabei letztes Jahr, genau. die Nicola Peschke war dabei letztes Jahr. Der Hannes war dabei letztes Jahr, also kann man gerne mal in Podcast aufnehmen, ja. Wie Ihnen das so gefallen hat. Perfekt. Okay, so, also dann, Moment, dann springe ich hier nochmal rein. Zwei, drei kleine Punkte haben wir noch. Also durch die Community-Themen sind wir durch. Ich habe gelernt, 5 sind fast zu viel. Man kommt gar nicht mehr so viel zum Fragen, Diskutieren. Vielleicht bleiben ein paar Minuten noch am Ende. Was sind so die nächsten Themen? Es wird ein Dojo geben in Nürnberg, das nächste. Wir haben die Dojo-Zeit verlängert. Also Dojo ist ja so ein Übungsraum, wo ich quasi auch anfangen kann, mein eigenes LernOS mir sozusagen aufzusetzen. Wir haben das letztes Jahr mal, oder die letztjährigen waren zweistündig. Dieses Jahr werden wir die tatsächlich 10 bis 16 Uhr machen, einfach weil wir gelernt haben, dass man in 2 Stunden da nicht besonders weit kommt. Und wenn das interessiert, hier hinten ist der Link für die Anmeldung dran, das ist kostenfrei. Dann hatte ich ja schon gesagt, am Corporate Learning Camp. Sorry, schnell, geht das auch wieder online? Ich war letztes Jahr ja online dabei. Ja, genau, das war so ein bisschen der Haken quasi. Die Kürze letztes Jahr war, um es online auch anzubieten. Und jetzt, wenn wir es wirklich mal wie reales Dojo vor Ort machen und dementsprechend machen wir es nicht online. Okay, alles vielleicht klar. Vielleicht kann man dann das nächste ist dann im Mai, vielleicht kann man es da dann hybrid machen, aber das im Februar ist jetzt erstmal rein offline. Sorry. Okay. Genau, 19. bis 20.3. ist die Assembly am Corporate Learning Camp. Da haben wir auch schon gerade vorher eine Planung gemacht. Das seht ihr hier an dem Link, was es da so an Programmpunkten geben wird. Unter anderem werden wir da mal an so einem Starter-Kit für Organisationen arbeiten und auch an einem Meetup-Starter-Kit. Vielleicht ist auch eine Gelegenheit, da so einen Erfahrungspodcast mal aufzunehmen. Und falls da jemand ein bisschen mitdenken will, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wir haben jetzt mal ausgehend von dem GDD-Workflow-Diagramm und der GDD-Workflow-Map, die beide hier verlinkt sind, eine Visualisierung zu erstellen, wo der ganze Flow, was macht man eigentlich in LernOS alles, und zwar Flow aus GDD, aus OKR und aus WOL zusammen drinnen ist. Wundert euch nicht, das ist erst eine Version 0.4, sieht man hier unten. Da ist die Idee, bis Ende des Jahres mal eine Version 1.0 zu haben. Und zwar eine in so einem eher prozessmodellierungsartigen Darstellung, die eben aus diesen Ideen des Prozessmodellierungsguides getrieben sind. Und der Karl hat aber auch gesagt, dass er visuell mitdenken will, sodass wir da auch wieder eine fancy Sketchnote-Variante kriegen. Also wer da Lust hat, sich einzuklinken, ist da auch herzlich eingeladen. Gut, dann haben wir jetzt noch 5 Minuten Zeit. Falls zu diesen Community-Themen noch Fragen oder Hinweise sind, gerne reinspringen. Ansonsten vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Im Community-Kalender, das zeige ich auch noch mal kurz, falls ihr das nicht gesehen habt bisher. Wir haben ja hier auf der Startseite immer diesen Community-Kalender 2020 verlinkt. Ne? Und dort findet ihr nach Monate, wann jeweils die Community Calls sind. In der Regel ist das der erste Freitag im Monat. Also der nächste ist am 6.3. auch wieder 13 bis 14 Uhr, falls ihr euch das notieren wollt. Genau, also jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Hat noch jemand?
etwas Wertvolles beizutragen oder eine Frage zu stellen an einen der Leute, die was gezeigt haben. Ich stopp mal die Präsentation, dann sehen wir uns alle wieder. Ich habe schon geschrieben, einfach nur Dankeschön. Inspirierend und lehrreich wie immer. Sehr schön. An alle. Das freut uns. Dito. Das freut uns. Na ja, schön, ich lasse den Call einfach noch ein paar Minuten offen. Wer mag, ich halte dann gleich die Aufzeichnung an. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wer Themen hat, meldet sich einfach. Wir bauen ja die Agenda immer recht agil zusammen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Okay, ciao. Danke, Zeit. Bis dann. Bis Wochenende. Ciao. Ciao.